Oh Leute, Herbert hier, GamerTV und ein herzliches Willkommen hier in My Summer Car. So, wir haben ja ganz kurz hier vorne übernachtet. Ich hoffe einfach, dass wir jetzt... Immer noch nicht? Was ist denn los? Wo ist der Typ? Ich muss schon sagen, geiler Drift. Alle Achtung. So, und man sagte mir, man kann die zwei zusammenbinden. Ist das richtig? Hey, onks tää nyt se Peräjärve kova jätkä olevina täällä? Tatsache. Onks tää, osaks tää mitä tehdä ja mitä tää tulee tän romunsa kanssa tänne riehumaan? Ei vittu, mehän vittu jo. Sollen wir uns das Spiel mal angucken? Ist bestimmt lustig. Ja, würde ich mal sagen, pissen wir mal einen an. So. Nein, nicht in mein Auto. Das ist praktisch. So will jeder eine andere Richtung. Und die Wahrscheinlichkeit, dass unser Auto getroffen wird, ist gleich, ja, null. Guck, jeder will eine andere Richtung. Sehr schön. Perfekt. So, wird ganz lustig, aber ich verlasse euch, ihr zwei. Geile Aktion. Danke für diesen urkomischen Gag. Also ohne Spaß, Leute, das ist geil. Das ist mal so mega geil. Geiler geht's gar nicht. Also das ist wirklich ein geiler Streich, den man den Jungs hier antun kann, weil das richtige Arschlöcher sind. Also was anderes ist das ja hier wirklich nicht, ne? Ist der Typ jetzt da? Er steht zumindest da. Heißt aber nicht, das müssen wir bedenken, dass er schon auf hat, ne? Ah, okay. Sehr gut, er hat auf. Wir hängen fest. So, guten Tag. Ja, 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 ja. So, ich brauche ein bisschen Milch. Wir haben eine längere Tour vor uns. So, ich gehe noch kurz tanken, Junge, ja? Nur, dass du Bescheid weißt. Wo sind eigentlich unsere teuren Felgen? Haben wir die eigentlich mal mitgenommen? Nö, ne? Seit wann haben wir das denn hinten drin? Wir haben noch Milch. Hui! Haben wir noch mehr Milch? Wir haben so verdammt viel Milch dabei. Naja, es macht ja Sinn, tatsächlich immer gut ausgestattet zu sein in dem Spiel. Weil hier ändert sich ja alles irgendwie. Von daher ist es immer gut, alles dabei zu haben. Ich habe nämlich keinen Bock, gleich irgendwo liegen zu bleiben. Bei unserem Glück passiert das nämlich und dann war es das wieder. So. Ah, ich weiß ja, jetzt fällt mir gerade ein, wo unsere Reifen sind. Da fahren wir jetzt flott hin. Gehen wir unsere Drag-Reifen mal holen und gucken uns das Ding mal an. Die Wifen. So. Zack. Das Schöne ist, die Karre springt super leicht an. Und sie läuft direkt. Ne? Und das ist... wir könnten... Ja, wir machen das jetzt auch. So, wir müssen bedenken, die Karre ist noch kalt. Also immer piano, piano fahren. Wenn wir nämlich hier jetzt aufs Gas latschen ohne Ende, dann brauche ich gar nicht mehr zu fahren. Dann hat die Karre es hinter sich. Ist der Sound neu? Oder ist der jetzt nur so laut, weil wir keine Windschutzscheibe haben? Hier sind auch Gewächshäuser, also es wird interessant in My Summer Car. Wirklich. Es wird echt interessant werden. Mal abwarten, was das hier noch alles wird. So, Fahrzeug ist relativ auf Temperatur. Los geht's.
Vorsichtig. Immer mit der Ruhe. Die Fahrphysik ist manchmal sehr tricky und sehr gefährlich. Entweder lenkt man zu stark ein und man fliegt wirklich durch die Gegend. Oder man lenkt zu leicht ein und es passiert rein gar nichts. Aber endlich mal ein bisschen Bewegung in der Kiste. Also wir werden natürlich gucken, dass mein Summer Cup bis Samstag jetzt nicht überstrapaziert wird, damit wir endlich die beiden Rallyes fahren können. Aber es sieht gut aus bis jetzt. Temperaturmäßig meine ich. Da scheint alles im grünen Bereich zu sein. Tatsächlich scheint ausnahmsweise mal alles zu funktionieren. Hi! Terve, terve! Mit Mika oli... Leute, wie geil, oder? Sehr, sehr geil. Okay, die Reifen passen rein. Die sehen doch so geil aus. Die sehen so nerviges Motorrad, verdammt. Okay. Guckt euch die Felgen mal an. Auf den Reifen. Mörder, oder? Mal im Licht beachten. Ah, es sieht schon cool aus. Also ich muss sagen, da haben wir eine richtig gute Felgenwahl getroffen, inklusive Reifenwahl natürlich. Ich werde jetzt übrigens mal das Nitro ganz aufdrehen. Also nicht ganz, so machen wir mal halbe Leistung. Für den Rückweg. Um einfach mal zu gucken, was dann passiert. Gute, gute Arbeit, Flattery. Sehr gute Arbeit, muss ich zugeben. Nicht schlecht. Kann man ja mal sagen. Hast du gut gemacht, Junge. Auf Wiedersehen. So. Das bedeutet also, wir können jetzt auch Drag Race fahren. Jetzt haben wir nämlich die passenden Reifen. Ich denke mal, wir fahren jetzt gemütlich nach Hause. Pflegen uns ein wenig und dann gucken wir mal, was der Tag noch so für uns offen behält. Achtung, Nitro, rein, los geht's. Hälfte von Nitro. Das ist heftig. Deutlich beschleunigt. Ich mach mal aus, Moment. Achtet auf die Umdrehungsnadel. Fast keine Bewegung mehr. Und jetzt an. Da zieht das Ding uns weg wie sonst was. So, ich muss aus. Aber es ist schon geil. Ich bin sehr zufrieden. Hält sich sehr stabil auf der Straße, muss ich zugeben. Und da sind wir schon zu Hause.
Okay. Alles gut, Schilder kann man durchfahren. Das muss ich mir manchmal immer selber sagen, dass man durch diese verdammten Schilder durchfahren kann. So. Jetzt gleich sind wir wieder zu Hause angekommen. Und dann würde ich sagen, ziehen wir die Slick-Reifen drauf und dann schauen wir mal, was wir Montag mit diesen wunderschönen Reifen machen. Ihr könnt aber mal in die Kommentare schreiben, ob ich das noch richtig in Erinnerung habe. Dass Drag Race immer geht. Tagsüber. Ich glaube schon. Weil ich glaube, das würden wir locker mit Nitro gewinnen. Denke ich zumindest. Sicher bin ich mir nicht, aber ich denke mal schon. Der Sound dieser Kettensäge, das ist so, boah, gruselig. Ich mag das überhaupt nicht. Ja, heute ist offiziell auch unsere Spülmaschine kaputt gegangen. Die hat jetzt auch den Geist aufgegeben, das Miststück. Und, ja. Wie sagt man so schön? Wenn was kaputt geht, geht alles kaputt, ne? Also ein Teil reicht natürlich nicht. Das Auto ist auch kaputt. Ich bin im Winter, wo es nochmal so geschneit hat, leider weggerutscht komplett und... Oh, ich glaube, wir haben unser Essen und so nicht bezahlt und den Sprit auch nicht. Naja, da sollte ich nicht so anstellen. Wir sind immer in seiner Nähe und bezahlen natürlich beim nächsten Mal. Ja, bitte? Ja, heul nicht rum. Dass wir den Rest gestohlen haben, ist nicht schlimm, anscheinend. Oh. Ja, das war mir irgendwie klar, dass das passiert, aber... So, ich stelle die hier ein bisschen... ...außerhalb der Sonne hin. Also ich lege sie hin. Ich meine, wir können die Folge jetzt auch noch nutzen und die Reifen montieren. Mir ist... Ja, können wir eigentlich machen. Gibt es da irgendeine bestimmte Reihenfolge? Nö, ne? Sehr gut. So, dann gehen wir auf die andere Seite noch. So. Da müssen wir natürlich jetzt aufpassen. Wie gesagt, es sind Slick-Reifen. Das bedeutet, wir haben Grip auf Asphalt, aber auf dem Rest eben gar nicht mehr. Und deshalb ist es sehr gefährlich. Wirklich. Haben wir noch unsere Tönungsfolie auf den Scheiben eigentlich? Ja, ne? Ja, sehr gut. Deshalb müssen wir ein bisschen vorsichtiger fahren, was das angeht. Huch. Ja, eine kleine Delle hat es abbekommen. Meine Güte. Passiert, würde ich sagen. Wo ist denn unser neues Toolkit eigentlich? Das muss da auch irgendwo sein. Damit geht das Ganze doch 10-mal schneller. Aber irgendwie ist das wieder abhanden gekommen, ne? Ja, da haben wir es doch. Ich wollte gerade sagen, irgendwo ist das Scheißding doch immer. So. Ausnahmsweise verschwindet unser Teil ja nicht im Boden. Muss man ja schon sagen, ist ja schon fast ein Wunder. Etwas kleiner der Aufsatz, glaube ich. Etwas größer. Kleiner war das nicht. Doch kleiner? Nee, kann ja nicht sein. Ist ja Blödsinn.
So viel ich in Erinnerung hatte, waren das Viererschrauben, aber es sind keine. So groß sind die doch gar nicht, Leute. Okay, gut. Anscheinend ja doch. Gut, mit der Ratsche geht das natürlich deutlich einfacher. So. Zack. Achso. So. Wir könnten ja eigentlich, hinten Drag und vorne Rally. Dann sind wir zumindestens, was das angeht, hinten Drift bereit, so gesehen. Wäre eigentlich auch geil, oder? Sieht auf jeden Fall sportlicher aus. Auch die Felgen sehen etwas, ja, die sehen jetzt nicht so hochmodern aus, sondern eben so, als ob sie dafür gemacht sind. Wir sind auch deutlich tiefer, wenn ich das richtig sehe. Also Felgengröße, denke ich mal, ist das hier 15, 16 Zoll so um den Dreh. Vorher hatten wir deutlich mehr. Manchmal wünsche ich mir eine Maus, wo man das Mausrad entkoppeln kann. Nini hat so eine. Dann geht die Montage so schnell, Leute, das glaubt ihr gar nicht. Dann kann man so gesehen das Mausrad entkoppeln. Mausrad entkoppeln. Und dann einfach einmal Mausrad drehen und die Schraube löst sich von alleine. Hopp. So. Haben wir jetzt eigentlich... Haben wir die fest? Auf der anderen Seite? Ich bin mir gerade so unsicher. Hallo, Reifen. Ich würde gerne den Reifen da rausholen. Dankeschön. Bin gerade unsicher, ob wir den anderen überhaupt festgezogen haben oder einfach nur angesteckt. Nee, alles dran. Sehr gut. Ein gutes Stück tiefer liegen wir jetzt. Fahrdynamisch Pott wie Deckel, denke ich mal. Aber Dragways dürfte damit natürlich deutlich besser sein. So, wir probieren die Dinger mal aus ganz kurz hier auf dem Hof. Also wir rutschen nur noch rum. Genau so sollte das aber sein, wenn man Rallye-Reifen drauf hat. Also Drag-Reifen, die eben nur auf dem Asphalt ihre Wirkung zeigen. Ja, also es passiert nichts mehr. Sehr gut. Das heißt, offiziell bestätigt, in My Summer Car wirkt es, wenn man die Reifen ändert. Ich war mir da nicht so sicher, aber tatsächlich, und Leute, die sehen so geil aus. Es wird so lustig werden. Okay, dann würde ich sagen, Leute, sehen wir uns im nächsten Part. Bis dann, bleibt wie ihr seid. Danke fürs Zusehen und Tschüssikowski. Macht's gut. Ciao.